Jo Leute, herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part Dragon Ball Xenoverse. Und ja, im heutigen Part werden wir weiter machen und Trunks seine Existenz retten endlich. Das werden wir jetzt hier fertig machen. Das sollten wir eigentlich hinkriegen. Nantoka. あら、来ると分かっていたみたいね。 つまんない反応。これでトランクスを助けた。そう思ってるかしら？残念だけど、歴史を変えたところはもう一つあるのよ。聞こえますか？体がもとに戻りません。それどころか、どんどん過ぎ通って、まだ歴史の改変が治っていないんです。やっと面白い反応してくれたじゃない。 今から改変された場所を探しても間に合わないわよ。せいぜいあがくことね。くそ、歴史が改変された場所がわからない。このままじゃ。 困っているようだな。そんな顔をするな。歴史の改変が起きている場所へ行きたいのだろう。連れて行ってやろう。さあ、私の手を取れ。<笑>迷っている暇があるのか。お前に選択の余地はないはずだ。そうだ、それでいい。時の海王神に伝えておいてくれ。 Haben wir gerade böse Kraft bekommen? Modotte Koretandara. Oreno Jidaini. Kako Dakejanaku. Kono Jidaimo Hewa Nishinakcha. Anatawa. Okay, Cell in seiner perfekten Form. Bitte Trunks vor Cell. Bevor ich das aber machen kann. Ich könnte mal raustabbeln. So, okay. Oh Gott. Hallo? Macht dem Typen keinen Schaden. Ah, yes. Ich kann sagen. Oh, das war die falsche Kapsel. Aber gut, wenn er gerade Trunks attackiert, lade ich mich voll auf. Gehe in den Super Vegeta. Oh Gott. Okay. Lass mir mal Cell fertig ausreden, was er jetzt hat. Okay. Ah, ich hasse das. Gut, ich kann so lange mal kurz meine Energie aufladen. Brand Attack. Können wir ein bisschen spammen. Und dann wieder draufkloppen. Braucht mal eine bessere Ultimate-Attacke. Das ist so ein Riesensturm eigentlich. Aber haben wir eigentlich keine. Was sich nicht ändern lässt. Aua. Cell, lass mich irgendwo in Ruhe.
Aua. Aua. Oh. Anstrengend. So, kurz mal aufladen, energiemäßig. Dann eine Kapsel nehmen. Und dann natürlich failen. Wisst ihr was, wir gehen nochmal in Super Vegeta. Einfach um nur mal sicher zu gehen und den jetzt fast wegzukloppen. Hab man natürlich gewusst, dass er nicht stirbt. So, haben wir jetzt. Geschafft. Ein C. Und ein Level Up. これで全てが終わりましたよ。ありがとう、悟空さんたち。あなたにもお礼を言わないと。でも、その前に一つ、あなたは時の流れを超えて、俺を助けてくれました。一体何者なんですか？いつかわかる、ですか？それはどういう…お消えた。なんだか不思議な気分ですね。いやいや、絶賛のスケフール。これでようやくお礼が言えます。ありがとうございました。トランクス、よかったわね。すみません、ご心配をおかけしました。それにしても、あの男は何者だったんでしょうね。俺たちを助けてくれましたが、時空を移動する技を使えるようですし。俺たちのことも知っているようでした。それに、なんだかまがまがしい気配が。え？近いうちに私に会いに来るって？まさか心当たりがあるんですか？いえ、きっと違うわ。あいつはもうこの世界に出てこれないはずだから。Wenn du dich da nicht irrst. Ah gut, da haben wir Trunks seine Zeit wiederhergestellt und ihn gerettet, seine Existenz. Ich geh jetzt kurz nochmal schauen. Bis gleich. Okay, Leute, da bin ich wieder. Und zum Abschluss werden wir Bubenperfekter Cell machen. Jetzt aber los, viel Glück. Ja, das brauchen wir bestimmt. Oh, wir haben Trunks sogar freigeschaltet. Super Saiyan. Ja gut, was haben wir hier so? Super Saiyan 2. In alle Fälle ganz coolen Stuff gemacht. Super Genki Dana, perfektes Kamehameha. Wir gehen uns selber einfach. Ich habe jetzt auch statt Super Vegeta den Super Saiyajin ausgerüstet. Ich denke mal, das ist so keine blöde Idee. Und nehme Mira mit. Ich finde nämlich Super Saiyajin einfach viel schöner zum Aussprechen, auch als Super Vegeta. Deswegen haben wir jetzt den Super Saiyajin. Und darf jetzt Cell verkloppen. Ah. Fokus mal nicht mich. Soll ich mal kurz meine Energie auffüllen? Damit ich mich in die Super Saiyajin verwandeln kann. Und ihr seht, ich habe Ketten Destructure Disc Slave Dings dabei. Statt. Statt. Das andere. Ne, Riesensturm, obwohl Riesensturm auch nicht schlecht ist. Weil ich muss hier grundsätzlich nur schauen, was ich so nehmen werde. Aber ich glaube, so haben wir jetzt was Solides.
Und noch einmal. Mal schauen, ob ich noch was anderes ausrüsten werde. Vielleicht einen Ultra-Kampfbomber. Den haben wir auch bekommen. So, einmal geht noch. So, aufladen. Weil wir haben jetzt den ganz schön gut runtergehauen. Brand Attack. Oh, okay, wir haben ihn. Da steht er wieder auf. Machst du jetzt erst ernst? Er schreit. Es kommt einfach nur ein Ton. Aber das ist volle Kraft, Cell. Okay. Möchte ich doch kurz meine Energie wieder aufladen. Weil so langweilig sich das jetzt auch anhört, ich werde wieder in den Super Saiyajin gehen. Und ihn voll spammen, weil ich den anders sonst nicht so gut tot kriegen werde. Da mache ich auch keinen Schaden mehr. Gehen wir gleich mal in den Nahkampf. Ich lade bloß kurz nochmal Energie auf. Ich muss aber sagen, ich hätte schon gerne den Super Saiyajin 2. Aua. Aber den müsste ich erst farmen. Vielleicht mache ich das. Ich glaube, das ist so im Grundsatz keine dumme Idee. Vielleicht farme ich auch die 7 Dragon Balls, um dann meine Attribute umskillen zu können. Weil, keine Ahnung, mir gefallen die gerade aktuell nicht so sehr, wie die gerade sind. Weil ich würde gerne auf Leben gehen. Nicht auf Leben, auf Energie und Leben. Mal schauen, wie ich das mache. Aua. Ich wollte eigentlich gerne meine Energie aufladen, aber ich wurde gerade davon ganz schön gut abgehalten. Na gut, wenn Cell gerade uns nicht fokussiert, dann können wir eine Energiekapsel nehmen, würde ich sagen. Ich habe keine Ausdauer mehr. Ich werd Leben, Ausdauer und Ki hoch tun und dann nur noch auf Ki Damage gehen. Das habe ich mir so gedacht. Denn, ja, ich spiele gerne auf Ki und schießen, ganz viel schießen können. Und da Schaden machen. Das heißt, ich werde einfach die Grundangriffe dann weglassen. Voll auf Ki gehen. Ah, nee. Ach, was denn so? Meine Güte. Aber wir haben's. Gar nicht anstrengend oder so. Auch ein S. Ich bin dein Bruder. Mischkapseln M. Kleidung von Cyborg Nummer 16. Energiebarriere als Ausweichfähigkeit bekommen. Okay, Leute. Ich würde aber sagen, das war's dann von diesem Part hier. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst doch eine positive Bewertung da und vielleicht auch ein Abo. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Haut rein. Ciao, ciao.